Danke fürs Zuschauen. Was zur Hölle? Junge, was war Wenn das? So, und jetzt einmal ganz kurz trotzdem noch Blöcke. Einmal, nur zur Sicherheit mache ich kurz mal drei Erde hin. Guck drauf, ja. So. Lol, Cotton. Chocobo, Chocobo, Chocobo. Hey! Es jetzt stirbt? Tut's nicht. Aber es heilt sich, glaube ich, auch nicht, weil das Wasser fehlt. Ich muss dir gleich einen Eimer schnappen, bis wir aufhören. So, ich würde sagen, fangen wir mal an. Dann, wo? Komm einfach ins Haus. Dann nimm einfach auf. Dann nimm einfach auf. Lauf wie YOLO rum. YOLO, YOLO, YOLO. Halt die Fresse. Auf hier YOLO im Kreis. Okay. Da, bist du soweit? Ja. Okay. Darf ich anfangen also? Ja. Okay. Ich stelle mich vor das Bücherregal und erzähle eine Geschichte. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte der ersten Hexit-Folge nach der Gamescom. Mit in dieser Geschichte dabei ist natürlich der Weiß-Weiß. Ob man es jetzt weiß oder auch nicht. Und das war's auch schon mit der Geschichte. Es war einmal ein hässliches Endline, das hieß Weiß und ist gestorben. Nee, es war so hässlich, dass alle gestorben sind. Damit dann doch mal jetzt wirklich willkommen zurück zur ersten Hexit-Folge nach der Gamescom. YOLO! Die letzte Folge bei Weiß haben wir noch vor der Gamescom aufgenommen, aber jetzt geht's dann auch mehr oder weniger live weiter, denn wir nehmen nie wirklich im Voraus auf. Hat aber bis jetzt nur ein oder zweimal geknackt. 30.000 Mal. Ja. Viel zu häufig. Ja. Wir haben irgendwie nicht so den großen Plan für diese Folge, da wir uns nur heute aufgefallen ist, jetzt gerade so, hey, morgen müssen wir eigentlich... Was heißt uns? Wer war der Hellseher, der es gefragt hat? Ich. Oder der Tolle? Ich. Morgen ist ja Hexit-Time oder dann müssen wir jetzt aufnehmen. Ich habe mir gedacht, wir machen das Dach aber auf jeden Fall mal von diesem Teil, wenigstens so halbwegs und einfach um manchmal... Dach. Ich finde das schön so. Ja, Freiluft, ne? Am besten schneit's noch. Ich finde wirklich Freiluft schön. Also ich find's aber so. Was mich hier voll anpisst, ich weiß nicht, da wird zwar kein Monster drüber laufen, aber ich will hier lieber Obsidian-Trittplatten hin haben. Und jetzt will ich endlich so eine verfickte goldene Feder haben. Wo ist die und wie macht man die? Du nimmst eine Scheißfeder und ein Scheißgoldteil und machst dir Scheißfeder mit Goldnuggets rundherum. So machen wir die, ne? Ja. Machen wir mal drei Stück, so. Aber das mache ich auch jetzt und danach bin ich toll. So, mit Obsidian-Trittplatten und bam. Jetzt fehlt nur noch eine Nuke, die wir untersetzen. Bam, fertig. Hä, ich habe jetzt Goldnuggets drum gemacht um eine Feder, aber es passiert nichts. Eine ganz normale Feder, keine scheiß Schokobo-Feder. Und komplett nee. Goldnuggets drum. Den ganzen Rest ausfüllen damit. Hab ich. Oder. Hat seinen Gold-Ingots? Warte. Ja, wusste ich. Alter, und mit sowas Inkompetenten nehme ich auf. Ja, musst du wohl leider, ne? So, jetzt mach Golden ich. Golden Feather! Verdammt, so macht man gar keine Marble Bricks. Wahrscheinlich so. Ja, erstmal Marble Bricks und dann. Oh, ich teste es ja dann mal. Die ist jetzt im Inventar und jetzt. Die würde ich auch enchanten mit Unbreaking 3, so wie die Zauberstäbe. Ach, die kriegt Schaden, wenn man fällt? Ja, ziemlich langsam. Sie ist noch nicht einmal bei mir kaputt gegangen, aber besser machen als nicht machen. Aber das kostet auch nichts, lol. OP. Ja, es ist so. Wie bei den Stäben. Es ist bei ganz viel Zeug so. Und mit irgendeinem Disenchanting-Item kann man damit. Exploiten, also ganz viel Erfahrung fahren. Endlos viel. Lol, wie nice. Dann fällt man. Ich habe jetzt hier meine Alexis Steffi, ich fliege total hoch und dann bekommt man so Federn um sich, wenn man runterfällt. Ja, ja. Alter, wie geil. YOLO. So. Jetzt habe ich ganz viel Erfahrung wieder. Ich habe auch ganz viel Electric Steff diesmal im Inventar. Und ja, ich wollte mich auf die Suche machen, diesmal nicht nach Dungeons, sondern nach Hexical Essenzen. Quasi, ich werde im Wald ein bisschen. Nimm eine Schere mit. Ich glaube nämlich, wenn wir die farmen wollen, müssen wir die mit einer Schere abbauen und dann hier hinstellen. Dann kann man da welche rausfarmen, wenn ich das richtig gelesen habe in der Wiki. Wenn ich das falsch im Kopf habe, schreibt ihr es am besten in die Kommentare. Dann lesen wir das hoffentlich zur nächsten Folge hin schon. Dass wir eine Thief-Rüstung machen sollen. Wir wissen's. Wir haben noch nie die Zeit dazu gefunden. Also das meiste, was echt gespammt wird, ist Hexical Essence und Thief-Rüstung. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, diese Scythe-Rüstung oder was auch immer. Ich kenne die sogar. Also ich weiß, was die macht. Die gibt uns Strange. Strange? Dann bist du ganz schön strange.
Aber noch mehr Sachen, aber damit spoilere ich dich nicht. Das musst du rausfinden, oder? Wahrscheinlich macht sie einen unsichtbar oder so einen Scheiß noch. Ich werde es ihm einfach im Singleplayer geben. Oh. Dann würde ich es erzählen. Oder dann wissen es aber auch die Zuschauer. Erzähl es lieber, dann wissen auch die Zuschauer. Wobei, ne, dann spoilern wir sie. Schreibt's in den Chat! Oder, ja egal, dann spoilere ich es ab, der Pech gehabt. Also, die gibt Night Vision und Strange und Speed. Also, die ist ziemlich OP. So. Ich wollte jetzt eine Silk Touch Spitzhacke haben. Das Einzige, was ich vermisse im Vergleich zu Technik-Modpacks, ist sowas wie ein Jetpack. Junge, genau, das, was ich am meisten vermisse, ist Portal Gun, Jetpack oder Jetpack und Strom. Ja, ja. Wobei das Stromzeug ist mir scheißegal. Ich bin eh kein Fan von dem ganzen Stromkram. Aber Jetpacks Hexagon sind ganz nice. Jetzt, so, ich baue die jetzt mit der Mischies ab und. Oh, ich habe Hexagon Essence rausbekommen. Fuck. Egal, dann suche ich weiter. Und bau sie mal mit der Faust ab, wenn du noch eine findest und schau, was dann rauskommt. Lol, hier ist so ein Follower. Follower? Wenn du eine Kuh findest, sag mir mal Bescheid, die müssen wir noch holen. Für Milch, fällt mir gerade ein, für die Gieselcakes. Ah, hier ist wieder ein Meteorit eingeschlagen, Alter. Meteoriten, ich habe echt gedacht, die werden selten. Ich will ein Kitty Comet. Ja, das ist wieder so ein 0815 Teil mit Alien Creeper. Oh, die sind voll langweilig. Wir müssen eins so mit einem Hookshot in den Garten stellen, das ist ein Alien Creeper. Ich habe schon einen ganzen Stapel wieder an dem Zeug gefarmt. Ich will nur genug für Treppen haben. So, dann machen wir hier mal so, ich spiele jetzt Gärtner. Ich finde eigentlich das Better Enchanting Mod auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man damit das sich holen kann, was man will. Weil mich das immer voll anpisst, wenn man irgendwie einen Slick Touch haben will, dann braucht man erstmal 50 mal Level 30 oder sowas, um auch nur annähernd mal das zu kriegen, was man will. Und dann hat man einmal so Silk Touch drauf und kann nichts mehr damit anfangen. Es gibt so diese Bücher, aber da muss man halt auch Glück haben. Und es ist immer nur eine Verzauberung drauf, auch wenn man auf Level 30 verzaubert und bah. Ja, das ist einfach richtig behindert. Auch manche die Logik. Man entscheidet auf Level 1, Sharpness. Man entscheidet auf Level 15, Sharpness 1. Genau das gleiche, wieso? Das verstehe ich sogar, weil es dieses Enchanting-Prinzip ist. Es gibt eine Enchantability pro Item, je nach Wertigkeit halt. Und dann gibt es die die Stufe halt an Erfahrung, die dann Multiplikator für ist. Und das zusammengerechnet mit den Leveln, die du halt ausgibst und sowas, das ist dann ein Wert. Und dieser Wert wird zufällig aufgeteilt auf die Verzauberung, die du dann erhältst. Also zum Beispiel, ja, du hast dann eine Enchantability von 9 auf dem Goldschwert, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, und gibst 12 Level dazu, dann hast du, ich weiß nicht, wie die Rechnung funktioniert, dann hast du aber einen Wert X, sagen wir jetzt einfach mal 100, und der wird halt aufgeteilt in Sharpness 2, was dann, sagen wir, 50 Punkte kostet, und Verbrennung 1, was 37 Punkte kostet, und wenn noch 13 über sind, verfallen die einfach und fertig. Das hat doch jetzt jeder verstanden. Ja, so eine Art funktioniert das. Ganz behindert. Better Enchanting installieren, fertig. Das hilft. Alter, überall diese Alien Creeper. Es ist schon wieder ein Meteorit. Diese Meteoriten sind nerven sogar langsam anscheinend. Die spawnen sogar direkt mit, wenn der Meteorit runterfällt, die Alien Creeper? Ja. Okay. Und manchmal, wenn man abbaut Meteoriten, dann kommen auch... Ja, das habe ich mitbekommen. Was auch nur lustig ist, einer hat in den Kommentaren geschrieben, weiß, Nodorb, ihr werdet sterben, macht euch einen Bunker über euer Haus oder Meteorit schlägt mitten rein. Ja, das habe ich, das weiß ich auch schon, man kann sich so ein Meteoritenabwehrschild machen, aber ich finde es viel geiler, wenn einfach so mittendrin mal ein Meteor einschlägt. Das wäre auch richtig geil, so ein wenn man eben keine Atombomben bauen kann, machen wir einfach ein Hexit-Mega-Projekt und nehmen einfach Meteoriten-Spawner, die kann man ja craften irgendwie, ich weiß gar nicht, schaue ich nach ganz kurz. Meteor-Summoner heißen die. Ich weiß. Nehmen einfach den Unknown-Meteor-Summoner. Dafür braucht man... Oh, Moment mal, den könnten wir sogar machen, den Kitty-Comet-Summoner. Echt jetzt? Ich denke mal, das ist der. Das ist der ganz normale Unknown, jetzt hier. Ja. Den kann man sicher machen und dann spawnt Meteor. Das machen wir jetzt sogar mal, finde ich, den Unknown-Meteor-Summoner. Warte, ich möchte aber dabei sein. Ja, ja, klar. Ich suche schon mal die Sachen zusammen. Gut, ich bin hier... Alter... Hier sind so viele Meteoritenanschläge einfach mal. Wobei, nee, du müsstest mal Meteoritenzeug abbauen, weil wir noch 5 Red Meteor Gem brauchen. Red Meteor Gem, okay. Die sind die ganz selten, glaube ich, rauskommen, wenn ich das richtig weiß, ja, oder? Ja, die sind. Fuck. Gleich wieder so ein Fortune-Teil, noch nicht schlecht. Fortune. Ja, gegen SpongeBob. Für wen bist du? Ich bin immer noch gegen SpongeBob. Ich mag den Kerl überhaupt nicht. Ja, ich mag den auch nicht, weil er ist San Diego. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, ist mir scheißegal, wer das ist. Ich mag ihn einfach nicht. Weil er irgendwie immer nur Mütter beleidigt. Und seine Tricks hören sich immer gleich an. Jetzt war unten in den Creeper. Ich find's trotzdem irgendwie... Nee, gut, ich sag da jetzt lieber nichts, sonst ist wieder alles... Na, aber hört euch mal die da an von dem und jedes hört sich einfach gleich an.
So, die Meteor-Stamina müsst ihr uns craften. Die Meteor. Habe ich das? Nein, da kam Gem raus und es ist verbrannt. Seriously. Wo ist denn der Meteor hier? Ist einer dicht dran irgendwo? Ja, hier sind überall welche. Also lauf einfach mal. Die müssen halt noch. Leuchten, glühen. Ich weiß. Ja, ich weiß. Was denkst du, was ich gerade machen oder? Schauen wir einfach mal. Machen wir die Minimap mal an. So, du hast natürlich keinen Uhr im Blick, oder? Ah, fuck. Ist einfach so ein Ritual bei uns, dass man die Uhr vergisst. Egal, wir machen es auf YOLO. Hier ist übrigens immer noch das Ender-Portal, fällt mir gerade an. Ins End, da sollten wir auch mal reingehen in einer der nächsten Folgen. Schon wieder spawnt so ein Teil, das verbrennt. Boah, ich hab keinen Man hört erstmal im Hintergrund so dein Geschirr klappen. Wahrscheinlich isst du so nebenbei die ganze Zeit irgendwas. Nein, ich hab Hand auf den Tisch gehauen. Da sehe ich ein Meteor auf der Minimap. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die Nacht, dumm, die dumm. Nacht, oder? Wobei, hier haben wir schon abgebaut anscheinend. Die müssen halt noch frisch sein. Oh, frisch und knackig. Wie 12-jährige Mädchen. Was? Projekt beendet! Ich hoffe, das hat nicht deine Freundin gehört. Wer sagt, dass meine Freundin nicht 12 ist? Aber du hast halt eben 4 gesagt. Ich hab 12 gesagt. Ich hab gar nicht gesagt. Nein, du hast gar nicht gesagt. Linker. Vielleicht ist mein Stab schon wieder kaputt. Eigentlich würde ich auch Kühe suchen. Ah, hier leuchtet. Nein! Ah, mit dem Mod werden zum Glück direkt neue Dingens nachgeliefert. Perfekt. Mit diesem Inventory-Tweaks heißt es, glaube ich. Wie einfach bei jedem Meteor, den ich sehe, nur noch ein einziges leuchtendes Teil ist. Wo bist du und gib mir deine Koordinaten, wenn du noch ein leuchtender Meteorit ist? Dann könnte ich dir sonst einfach eine Fortune-Spitzhacke geben. Ach, scheiße, ich bin davon gerade weggeflogen. Freezerite gibt mir wahrscheinlich kein Red Meteor Game. Weil hier gerade wieder ein Freezerite Teil ist. Nee, da haben wir schon genug. Ich flieg gerade dahin. Flieg. Oh, ein richtig hübsches Pferd, was jetzt stirbt. Hä? Hä? Ja, die Welt leckt, weil ich gerade neue generiere. Nett. Man merkt jetzt, dass das Pferd gestorben. So im Augenwinkel habe ich es gerade betrachtet können, wie es gestorben ist. Habe ich verloren, wo es ist. Armes Pferd. Wie sollen wir ohne das Pferd Lasagne machen? Oh, armes Nodder. Okay, ja, hier sind richtig viele Meteoriteneinschläge. Gib mir diese Koordinaten. 520, 70, 60. Warte. 520. Viel Spaß. So, hier ist jetzt wieder so eine Öffnung zu so einer Dimension, zu dieser Buggy Dimension. Da kommt man ja mittlerweile rein, aber ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert, wie wir es wollen. Ja, sonst, weil ich hab Inventar voll. Meteorit schlägt ein. Sternschnuppen. Diese Geräusche sind Sternschnuppen, Meteoriten klingen anders. Ah, hier ist ein Desert Wasteland. Was? Hier ist gerade ein Cracknorite Meteor auch gespawnt gleichzeitig. Die geben ganz viele Red Meteor Games. Wo? Ich hab einen Fortune-Spitzhacke dabei. 460. 460 minus 70. Und hier sind Blazes. Fickt euch. Da. Schlägst du wieder das ein? Da, ich hol's mir schnell. Ja. Alter, der macht man einfach richtig Spaß, wenn man so sieht, wo alles einschlägt und. Ach, komm her, du Bastard, ey. Das ist ein. Nee, ist kein Dungeon, ich dachte schon. Okay, ist aber nicht viel, was hier eingeschlagen ist. Ja, hier ist richtig viel. Ach, da bist du noch, hallo. Ja, ich bin schon da. Kein Ding. Blaze. Ach, verdammt, das ist, funktioniert wie ein Kaktus, dass Items da drauf direkt sterben. Nein! Richtig. Ah, und mein Fuß ist eingeschlafen. Ich hätte mich nicht vor der Aufnahme so dumm auf meinen Fuß draufsetzen sollen. Hilfe! First World Problems. First World Problems. I need to test something. Kann ich das so abbauen? Kann ich das so abbauen? Ja, das kann ich so abbauen. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, ich habe einen Cracknorite-Block direkt abgebaut mit meiner Stick-Touch-Spitzhacke, weil ich so cool bin. Und es bringt mir nichts. YOLO. Verbrennung, finde ich. Wieso verbrenne ich? Ah, ich habe Fire Protection. Ah, ich habe Cracknorite-Rüstung. Ich habe noch nicht einen einzigen Red Meteor Gem gefunden. Ich auch nicht. Sicher, dass sie hier rauskommen? Ich denke, ja. Glück habe ich mittlerweile einen zweiten Bildschirm. Damals bei Minecraft Beef hatte ich noch keinen zweiten Bildschirm. Egal. Hexe. Apropos Minecraft Beef, da bin ich jetzt. Meteor Game. Ja, bei mir hatte
das Turnier und der Veranstalter verkackt. Ich kenne das Ganze. You can get red meteor gems from killing alien creepers, which can spawn while mining meteors and whose explosion is much more dangerous than the terrestrial cousins. You can also get red meteor gems rarely from meteorite ore. With the red meteor gems, you can craft blocks of red meteor gems, meteor time detectors, meteor crash detectors, meteor summoner and unknown meteor summoners. Red meteor gems are also used to upgrade your meteor shield. Wir müssen also einfach die normalen Meteoriten abbauen. Ja, bin gerade dabei. Oh, das sind die Alien, wenn du einen Alien Creeper siehst, bring ihn direkt um. Wechsel sofort aufs Schwert und bring ihn um. Ja, mach ich die ganze Zeit, aber die explodieren. Ich krieg sie mit zwei Stück tot. Die müssten eigentlich rechtzeitig tot sein. Ich hab noch keinen Sharpness auf meinem Endergern-Sword. Das ist schade. Bau mal du hier ab, lieber. Halt mal hier ein paar Monster von mir. Okay. Aber die Alien Creeper können nur aus den noch Leuchtenden kommen, oder? Ja. Nur die Leuchten. Gut, dann sammeln wir jetzt in der Hälfte der Folge einfach nur noch Meteor zurück. Und dann würde ich am liebsten Kitty Comet noch spawnen lassen. Ja. Dann haben wir wenigstens eine produktive Sache mehr oder weniger zumindest erledigt. Aber wie gesagt, wir haben ja schon letzte Folge darüber diskutiert. Ich finde es ehrlich gesagt manchmal ein bisschen chilliger. Man muss ja nicht immer Dungeons haben. Ja, es ist schlimm, ist es nicht auf jeden Fall. War das gerade ein Alien Creeper? Nein. Normaler Creeper? Ja. Ich fliege einfach mal rum und suche ein paar Alien Creeper. Wie viele Red Meteor Gems hast du denn jetzt? Noch gar keinen, oder wie? Gar keinen einzigen. Also es sind zwei gespawnt, die sind beide dann verbrannt. Weil ich OP bin. Achso, okay. Der Begriff OP stammt aus deinem Lieblingsspiel. Das gab's schon vor LOL, zum Glück. Nein. Doch! Also Leute, falls ihr irgendwie Nonop eine Freude machen wollt, Nonop spielt seit einem halben Jahr aktiv, sehr gerne League of Legends quasi, schreibt ihm da Fragen, was man im Spielgang gibt, schreibt ihm Nachrichten mit Tipps dazu und sowas, da freut er sich. Haltet einfach eure Fresse. Lustig. Alter. Hallo Weiß. Die sind scheiße, ich mag sie nicht. Ich brenne. Ich hoffe, sie brennen doll. Verbrenne ich, ohne dass ich irgendwas gemacht habe? Ich stand nicht auf einer leuchtenden Ader. Senden sich einen großen Meteoriteinschlag. Hier ist irgendwie kein richtig groß leuchtender noch oder so, leider. Ja, was ziemlich scheiße ist. Ja, da muss man warten. Die spawnen hier im Sekundentakt. Ich fände es sehr schön, eigentlich einen zu haben. Ja, ich auch. Kitty Comet. Ah, da hinten ist noch ein leuchtender. Da sollen die sogar zum Nine-Cat-Mob spawnen. Ne, die spawnen ja nein. Die kann man halt, das sind halt genau das gleiche wie Katzen. Also Ocelots. Ja, was sind Nine-Cats? Nine-Cats sind genau das gleiche wie die Ocelots. Ich hab immer noch nicht einen weiteren Red Meteor-Game gefunden. Nur die haben ein Glas am Kopf, so wie ein Astronaut, und die haben viel mehr Herzen. Boah, ich liebe diesen Bogen, ist einfach so geil. Der kostet mit meinem Infinity nicht mal mehr ein Pfeil und macht einfach zwei Pfeile und bam und batzt alles weg. Ich will auch so einen Negerbogen, ist der teuer? Hast du gerade einen Negerbogen gesagt? Nein, von dem ist man eine Bombe. Der Negerbogen, der braucht eigentlich. Wir haben, glaube ich, sogar noch einen Vorrat. Aber der braucht, selbst wenn, braucht er nur. Oh, hier ist eine Krypta. Oh, eine Schaltplatte, die wir, glaube ich, noch nicht haben, nehmen wir einfach mal mit. Du brauchst zwei Eisenbögen, falls wir ihn noch nicht haben, brauchst du zwei Eisenbögen, ein paar Seile und, ich glaube noch ein Eisen oder so. Wie bekomme ich Seile, oder? Spucken. Ich habe etwas anderes erwartet, dass du antwortest. Spinnen! Nein, was meinst du, hä? Überleg mal, wie produziert man Seile? Also, was produziert Seile? Spinnen. Oder wer? Hä? Du bist blöd. Nonna bist blöd. Bitte. Wenn ich jetzt gerade nicht so denke wie du. Ja, deswegen bist du blöd. Genau deswegen. Du musst genauso wie Weißweiß sein. Okay, um das Ritual jeder Folge zu wahren, ich gehe mal ganz kurz in den Battle Tower und werde einen Battle Tower Golem töten. Oh mein Gott, er ist schon fast tot. Oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Oh mein Gott, war das ein schwerer Kampf. Oh mein Gott, ich habe einen Legierbogen gefunden. Ey! Und noch einen 50. Riftblade. Oh, echt? Haben wir noch nie gehabt. Aber schon tausendmal. Hui! Ironie. Ja,
Ich würde mal sagen, wir erreichen in dieser Folge so verdammt viel, dadurch, dass wir so viele Meteoriten finden. Das ist ein Battle Tower, den will ich jetzt machen. Was ist das denn für ein Baum? Ja, genau, den machst du in dieser Sekunde. Nee, der ist schon kaputt, der fällt gerade auseinander. Also, ja, merke ich gar nicht. Ich komme jetzt nicht gerade total viel Schaden. Aus dem Netpack. Das ist auch schon kaputter Meteorit. Ich gehe jetzt einfach zu unserer Stadt. Und, nee, ich craft jetzt nicht einen neuen Meteoriten. Alien Creeper spawnen aber nur bei normalen Meteoriten, oder? Ja. Ah, verdammt, dann kann ich jetzt auch nicht einfach einen anderen Meteoriten-Spawner machen und... Damit so ganz cool. Ach, schade, ich würde so gerne einen Kitty Comet haben. Einfach nur, um ihn direkt neben unserem Dorf einschlagen zu lassen können. Am besten in Weißhaus rein noch. Moment, man sieht das richtig, da ist gerade ein Meteorit eingeschlagen. Das ist ziemlich dicht am Dorf, eine Einschlagstelle zumindest. Echt? Okay, nee, das scheint ja auch schon ewig zu sein. Die leuchtet nicht mal mehr ein Block. Okay, sieht auch schon abgebaut aus. Und das da hinten. Oh, das ist ein neues Dorf. Aber auch noch ein Meteorit. Ah, das war mal ein Cracknoid-Meteorit. Wahrscheinlich ist es der, den du mal abgebaut hattest. Kann sein. Kann sein. Villager. Was ist das denn hier? Ich hab so einen kleinen Turm gefunden. Kann es auch sein, dass wir Duet Meteor Gems nur aus diesen Kisten hatten, die in den Meteoriten drinnen gespawnt sind? Eigentlich nicht. Oh, ich habe hier so einen Mini-Dungeon wieder gefunden. Das fehlt nicht mehr mit dem Kitty Comet jetzt. Ich glaube, wir nehmen hier auch schon eine halbe Ewigkeit auf. Wir sollten jetzt mal aufhören. Nein. Darfst du nie wieder aufhören, oder? Wir nehmen lang genug auf, über 20 Minuten schon, laut meiner Uhr. Ich glaube, wir haben irgendwas gegen 10 angefangen und es ist einfach sehr, sehr spät. Deshalb würde ich sagen, in der nächsten Folge geben wir Weiß einen Legierbogen, auf deinem Kanal aber nur. Schauen nochmal, dass wir diese Red Meteor Games finden und damit einen wunderbaren Kitty Comet herzaubern können, den ihr dann wahrscheinlich auch bei Weiß drüben seht. Und dann widmen wir uns danach vielleicht im Ende, vielleicht auch irgendwas anderes. Aber damit könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen, denn es gibt noch einiges zu erledigen, denke ich, in den kommenden Folgen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Was zur Hölle? Junge, was war das? Die Folge lieber an dieser Stelle. Ja, also falls es keine weiteren Folgen mehr gibt, bin ich gestorben. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Hier ist ein Cracknoid-Meteorit eingeschlagen. Niemand mag Knoddo. Tschüss. Spam, wenn ihr wollt. Tschüss.